Zwischen Wäldern und Bergen in der idyllischen Landschaft von Polens Sudetenland macht die Jochimek-Familie auf sich aufmerksam. Auf den ersten Blick lebt die vierköpfige Familie auf einem gewöhnlichen Bauernhof. Aber tatsächlich ist es viel mehr als das. Nachdem Kasimir Jochimek 8 Jahre in der Kohleindustrie arbeitete, suchte er nach einer drastischen Veränderung in seinem Leben. 1985 kaufte er 150 Hektar günstiges Land und fing bei null an, einen Biobauernhof aufzubauen. Sie bauen Gemüse und Obst an, züchten Pferde, Schafe, Hühner, Hasen und Rinder. Neben dieser breit gefächerten Landwirtschaft begann der vorausschauende Gründer 1994 mit dem Angebot von Agrotourismus. Dennoch dauerte es 15 Jahre, bis sie anfingen, Gewinne zu erzielen. Neben der finanziellen Unterstützung durch Kredite verließ sich die Familie auf die Ressourcen, die sie direkt greifbar hatten. Starke Familienbande und ihr Unternehmergeist. Kasimir Jochimek lernte alles über biodynamische Landwirtschaft und beantragte bei der Gemeinde 250 Tonnen Split, um die Straßen zu reparieren und den Zugang zum Gelände zu ermöglichen. Seine Frau studierte Wirtschaftslehre und seine Söhne wurden in Zoologie und Betriebswirtschaft ausgebildet. Sie richteten eine Webpage ein und bauten ein lokales Netzwerk auf. Heute ist EcoBiker ein preisgekröntes Vorzeigeprojekt der Region. Es bietet eine Vielfalt an hochwertigen Nahrungsmitteln an und kann bis zu 8 Familien in 7 Häusern und einem Apartment beherbergen. Alle Bestandteile der Farm und des Agrotourismus ergänzen sich. Einerseits genießen Gäste aus dem In- und Ausland die Natur und den Kontakt zu den Tieren. Nebenbei wird das Konzept der ökologischen Landwirtschaft und eines gesunden Lebensstils vermittelt. Die einzigartige Erfolgsgeschichte der Jochimeks kann auch für andere Bauern in Europa eine Inspiration sein.